Servus, hier ist der Flo von gefahren.de. Wir sind heute beim Autohaus Weber in Leonberg und wir konfigurieren den Audi RS e-tron GT. Let's go! So, wir sitzen nun beim Audi-Konfigurator. Ich sitze mit dem Andreas Greul. Und der Herr Greul darf sich, glaube ich, selber kurz vorstellen. Hallo, mein Name ist Andreas Greul. Ich bin Verkaufsleiter hier am Standort in Leonberg bei Audi Weber. Und ja, herzlich willkommen in Leonberg, hier vom Audi-Konfigurator. Dankeschön. Wir machen heute eine kleine Konfiguration und ein bisschen Info für euch draußen. Genau, über den RS e-tron GT. Ja. Richtig. Sehr schön. Dann legen wir einfach direkt los, hätte ich gesagt. Und gucken wir mal, dass wir eine schöne Konfiguration zustande bekommen. Genau, also wir sind hier verbunden über das Internet, also über den Audi-Konfigurator, so wie man aus dem Internet kennt, auf audi.de. Das ist eigentlich hier nochmal gespiegelt auf dem iPad und auf unserem super hochauflösenden Monitor mit einer Top-Grafik. Ja, wir haben das Auto ja schon ausgesucht und können dann dementsprechend Anpassungen vornehmen und die Wunschkonfiguration dementsprechend farblich abstimmen. Welche Außenfarbe möchten wir? Kann jetzt der Kunde auch sehen, welche Auswahlmöglichkeit es an sich gibt? Jetzt hier parallel oder nur auf dem iPad? Also wir sehen die Auswahlmöglichkeit nur auf dem iPad. Okay. Hier ist es jetzt nicht grafisch dargestellt, da ist es wirklich jetzt nur für das Ergebnis. Genau, nur das Ergebnis. Dann natürlich noch die Detailansicht, dass er eben sagt, ich kann jetzt hier nochmal die Kameraposition auswählen, wo möchte ich das Auto sehen, möchte ich es von hinten sehen, möchte ich es von der Seite sehen, möchte ich es von vorne sehen. Ich kann natürlich auch in den Innenraum rein, ne? Ich kann mir den Innenraum anschauen, wie sind die Nähte, wie ist das Farbbild der Nähte und so weiter. Ja, stark. Also das ist schon sehr hochauflösend. Sehr hochauflösend. Wirklich, die Grafikkarte ist sehr, sehr gut. Ja. Von daher auf jeden Fall eine gute Alternative zum Audi-Konfigurator online. Ja. Audi-Konfigurator online, ja, definitiv. Genau, weil die meisten Kunden, die zu uns kommen, sind ja vorbereitet. Also die haben schon mal eine Konfiguration gemacht, haben auch schon Audi-Code erzeugt, kommen hierher, sind eigentlich wirklich gut vorbereitet und dann sehen sie einfach das nochmal hier abgebildet. Okay. Ja. Heißt, ich könnte jetzt einfach auch meinen Audi-Code einladen und dann wird das Fahrzeug aus dem Internet geladen mit allen Detailansichten. Ja. Richtig. Sehr genau. Cool. Ja. Genau, genau. Ja. Und ja, man hat natürlich hier dann auch dementsprechend die ganzen neuen Sonderausstattungen, die es jetzt bei dem Auto gibt. Also zum Beispiel halt auch die Bremsanlage jetzt neu, die Carbid-Bremsanlage. Genau, wo ist da der Unterschied zwischen der Keramikbremsanlage und dieser Carbid-Beschichtung? Also die Optik ist schon mal ein Riesenunterschied, weil das ist, die spiegelt sich praktisch. Also wenn sie vor die Bremsscheibe stehen, sehen sie sich wie in einem Spiegel. Wahnsinn, die hat eine flache, also komplett flach. Und was natürlich auch ist, der Bremsstaub ist weg. Also es gibt keinen Bremsstaub bei der Bremsanlage. Das heißt, für die Felgenliebhaber sind und die Felge immer sauber haben, die haben eigentlich immer eine saubere Felge. Ja, okay. Und von der Bremsperformance ist das auch besser? Also ist es so, dass ich sage, durch die Beschichtung kriege ich auch einen Upgrade in Anführungszeichen, dass ich eine bessere Bremsperformance habe an dem Auto? Das eigentlich, also die sind gleiches Niveau, muss man sagen, aber es liegt halt wirklich primär liegt an der optischen Geschichte, ja, dass man einfach sagt, und deutlich leichter auch, leichteres Material ist ja beim RS auch immer sehr wichtig. Vor allem Fliehkräfte sind das ja. Genau, richtig. Also die Performance an sich, wenn Sie das ansprechen, klar, hast dann immer einen Fortschritt. Also ist jetzt nicht nur optischer Fortschritt, sondern auch technischer Fortschritt. Gewichtstechnisch, ja. Genau. Ja, wichtig. Genau. Ja. Gehen wir nochmal vielleicht zurück zur Außenfarbe. Mhm. Ich habe ja vielleicht
das ist jetzt ein, es gibt viele Sonderfarben bei Audi. Ja. Wenn ich die im Online-Konfigurator mir anschauen will, dann sehe ich die nicht detailliert. Habe ich die Möglichkeit, hier die Sonderfarben detailliert zu sehen? Nein, also hier ist wie gesagt gleiches System okay. wie bei ja. Normal-Konfigurator. Okay. Da empfehle ich wirklich auch die Kunden, wo wir hier haben, dass man wirklich einen Termin in Neckarsulm direkt macht. Okay. Also im Werk ja. mit einem Berater. Cool. Da gibt es einen Berater, der steht da zur Verfügung. Die haben alles da, was man sehen kann, auch ja. an Autos natürlich oben. Mhm. Das ist für mich jetzt der hochwertigste Termin. Und was natürlich auch super ist, wenn Sie dort unten sind ja. Und Sie haben eine Konfiguration zusammengestellt, dann spielt der die auf die Kommissionsnummer, wenn Sie das Auto bestellen. Also die 1:1, das Nahtbild, wie Sie es alles haben wollen, ja. spielt der direkt auf die Konfiguration. Ah, klasse. Also das heißt, ich habe nachher auch keinen Verlust bei Disponierung, wie wird das Auto bestellt, sondern ich habe im Hintergrund alles safe. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist wichtig, genau. Ja. Klasse. Felgen. Mhm. Gerade bei der E-Mobilität ist ja auch Reichweite immer ein Thema. Ja. Und die Felgen an sich sind ja alle sehr aerodynamisch mhm. geformt. Mhm. Gibt es welche, wo man sagt, da haben wir auf jeden Fall deutlich mehr Reichweite als bei anderen oder ist das eigentlich marginal? Das ist bei dem marginal. Da ja. geht es auch wirklich nach wie vor jetzt bei dem Auto schon um die, sage ich mal, Emotionalität. Ja. Ich meine, wenn Sie hinten sehen, was der Verschlappe drauf hat, ja, ja. Das ist schon, glaube ich. Das ja. ist schon ordentlich. Also der hat 265, 35 beziehungsweise beim 20er dann 285. Also, bei 21 Zoll müsste es, glaube ich, sogar noch mehr sein. Nee, bei der 21 haben wir 265, das ist ein bisschen, und bei der genau, die Trapezmodule sind 305er. Der hat ja Mischbereifung, ja. also hinten mehr wie vorne. Ja. Und das ist schon gewaltig. Ne? Ja. Und da legt dann natürlich der Kunde schon auch noch Wert drauf. Ne? Also die tun sich ja aktuell eh in der Umstrukturierung E-Mobilität zu RS. Ist natürlich schon ein Sprung, ja. weil wir haben ja schon, sage ich mal, die Petrolheads in der Kundschaft, ne, die das, ja. das Benzin noch riechen ja. Wollen. Und das ist natürlich jetzt gerade schon eine Schnittstelle, ne, wo der da ist. Ja. Aber ja, auch da haben wir trotzdem, wenn sie mit dem Auto losgefahren ist, sie hatte ja schon mal ja. das Vergnügen, das Auto zu fahren und dieser Raumschiff Enterprise ja. Ja. Sound ja. Hat ja auch wieder was. Also das definitiv, ist halt ja. andere. Es ist was anderes, aber genau. Ich habe gesagt, es fühlt sich eigentlich immer mächtig an. Also es ist ein sehr, sehr mächtiges Gefühl oder ein ja. mächtiger Sound. Also es ja. ist jetzt nichts ja. Langweiliges. Es vermittelt trotzdem Emotionen. Ja. Genau. An der genau. Stelle. Ja, absolut. Also da merkt man auch, die Leute, die das entwickelt haben, die haben sich da schon Gedanken gemacht. Definitiv. Und wollten auch Emotionalität einfach bringen bei dem Auto. Ja? Ja. Auch wenn es jetzt halt nicht mehr so brummt und so scheppert. Ja. Hat aber auch was für sich. Genau. Welche Sonderausstattung ist beim RS e-tron GT was, wo man sagt, die brauchen wir auf jeden Fall? Gibt es da was, wo man sagt, das empfiehlt man auf jeden Fall jedem Kunden? Also klar, die Bremsanlage, wo man angesprochen habe, die würde ich auf jeden Fall nehmen, weil die gab es halt in der Form so jetzt noch nicht, ja. noch nie. Und was ich auch echt ein Highlight finde, ist der Massagesitz. Also okay. Weil der ist wirklich, also ich weiß es nicht, ich habe schon ein paar jetzt gefahren, auch Q5 oder so, aber der ist wirklich extrem von der Performance her. Also der, ich weiß nicht, ob es an dem Sitz liegt, ob es an der Schale liegt, weil ja. du halt doch sehr eng drauf sitzt, aber ja. da bewegt sich richtig was. Also der in der höchsten Stufe massiert der richtig gut. Und das finde ich jetzt ein Highlight so okay. zu den anderen Audi-Modellen. Ja. Ja. Und auch in der Klasse, weil du hast ja dann doch einen Sportwagen, ja, ja. aber das gab es ja auch, im R8 konntest du keinen Massagesitz zum Beispiel bestellen. Das ist richtig, jetzt, ja. Das ist jetzt wieder was, wo auch ein Mehrwert ist für das Auto, weil es ein Gran Turismo ist. Du kannst ja doch dann auch mal, keine Ahnung, nach München fahren ohne Probleme. Ja. Einfach. Und, ja, genau. Ich glaube, das Auto macht diesen Spagat zwischen Sportlichkeit und Langstreckentauglichkeit extrem gut. Genau.
Weil du hast ja auch den Nutzfaktor durch Kofferraum, durch einfach Durchlademöglichkeit auch. Ja? Du kannst ja doch, doch was laden hinten, ja? Und auch was mitnehmen. Und hinten, muss man auch sagen, haben sie auch gut gelöst. Also ich bin 1,97 groß, sitze hinten trotzdem entspannt. Die haben ja die Food Garage gemacht, das heißt, die haben die Akkus hinten im Fußraum haben sie abgesenkt, sodass ich praktisch nicht mit den Knien zwischen den Ohren hinten sitze, ja, sondern dass ich praktisch Platz nach unten habe. Und das haben sie auch sehr gut gelöst. Ja. Wenn wir gerade beim Thema Laden sind, das war zwar gerade Laderaum hinten, aber Thema Laden. Es gibt ja eine ganze Palette an Zubehörthemen, die ich mitordern kann, gerade auch was das Thema Laden zu Hause anbelangt. Ja. 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 Gibt es da was, wo man sagt, auf jeden Fall machen? Also wir empfehlen natürlich die Elibox. Also Elibox ist eine Plattform vom Konzern, wo über alle Marken ausgerollt worden ist, mit dem Branding dann für die Marke. Ja. Und da ist man wirklich über die Förderung vom Staat mit normalen Box, also die 11 kW Box für zu Hause. Ja. Klar, jetzt bei dem Auto ist natürlich 220er dann High-Performance-Ladung, dass ich auch schnell, da geht es ja wirklich um Geschwindigkeit, laden kann. Aber die 11 kW für zu Hause, da liege ich bei zwischen 800 und 900 Euro. Also das ist wirklich sehr gut. Ja. Vor allem gibt 900 Euro Förderung. Genau, also das heißt, das geht sich auf. Da bin ich echt gut dabei. Genau. Und 11 kW, wenn ich den über Nacht lade, sollte der auch nahezu wieder bei den, also auf jeden Fall bis zu 80% richtig machbar sein. Da sprechen wir immer von den 20 zu 80, also von 20 auf 80, da ist er extrem schnell. Ja. Die letzten 20% braucht er natürlich, aber das ist beim Schnelllader nichts anderes. Das ist bei jedem also, Auto. Genau, Auto. Schnelllader, sie war ja in Rudesheim draußen, ja. 20 Minuten, 25 Minuten ist der wieder voll. Also da läuft schon richtig was durch. Das stimmt, das ist richtig, ja. Ja. Genau. Also das empfehle ich dahingehend, weil die natürlich auch das breit ausrollt. Ja? Und ich habe dann auch ein Know-how, die haben sich da schon lange damit beschäftigt und das finde ich gut. Haben wir auch im Angebot, bieten wir ganzheitlich mit an. Also ja. Elli-Boxen gleich mit Elektroberatung und so weiter. Sensation. Da ist alles dabei. Ja. Wer jetzt Lust bekommen hat auf einen RS e-tron GT, ich glaube, der darf sich sehr, sehr gerne an den Herrn Gröll wenden oder an das Autohaus Weber. Es gibt ja, wie gesagt, nicht nur hier in Herrenberg, sondern auch in Weilerstadt. Leonberg, genau, Entschuldigung, wir sind hier in Leonberg. Genau. Gibt es dann auch noch in Weilerstadt und auch in Herrenberg. Genau. Und auch natürlich konzernübergreifend Skoda, VW und Seat. Genau, wir bieten das komplette Markenportfolio an. Was man nicht vergessen darf, was wir auch noch haben, manche fahren ja auch noch Motorrad. Stimmt, richtig. Also Walz, Motorsport in Herrenberg, BMW und Yamaha haben wir auch noch im Angebot. Also wir bieten da alles an. Wunderbar. Dann sage ich herzlichen Dank an der Stelle. Die Kontaktdaten werdet ihr auf jeden Fall im Video finden vom Herrn Gröll. Und dann sage ich herzlichen Dank und ich sage, wir schauen uns einfach nochmal um, was hier für tolle Autos stehen.